dass sich die Reise der Saarländer nach Nordrhein-Westfalen lohnt. Dafür soll er wieder sorgen. Winterzugang Julian Günther Schmidt, der hat in den letzten 3 Spielen in Serie getroffen. Und heute muss er ganz vorne ran, weil Sebastian Jakob kurzfristig wegen Adduktorenproblemen passen muss. Nach abgesessener Sperre kehrt er zurück. Kapitän Manuel Zeitz rückt in die Innenverteidigung. Wieder mal Frank Rundhefer hat der Trainer umgestellt. Ja, Lukas Kwasniok, das ist ein außerordentlich kreativer Coach. Er beordert seinen Kapitän in die letzte Reihe und das hat einen Grund. So kann Luca Kerber weiter den Zeitz geben auf der 6. Außerdem kommt Guras für Deville und Müller für Perdedan. Anfangsphase Ferl mit mehr Ballbesitz, dann aber macht auch mal der FC mit. Jänicke Schipnowski. Nochmal Jänicke. Jänicke, Guras, 0-1, 11. Minute. Erste ernstzunehmende Offensivaktion und das Ding sofort weggemacht. Perfekter Auftakt. Tobi Jänicke, wie schon letzte Woche gegen 60, mit der Vorarbeit zum Führungstreffer. Guras mit Saisontreffer Nummer 1. Spielerisch lösen sie es mit einer Leichtigkeit. Ja, die ist einfach beeindruckend. Und mit diesem Tor verändert sich alles. Ab jetzt nur noch Saarbrücken. Und einer rackert sich richtig rein. Julian Günther Schmidt, 19. Minute. Da kommt er wieder an den Ball. Und jetzt macht er sich Platz zum Passen. Und dann Köhler mit dem Eigentor. 2-0 für den FC. Sven Köhler mit der unglücklichen Aktion, aber die hat Saarbrücken auch erzwungen. Günther Schmidt, der will da unbedingt durch. Und wenn Köhler ihn nicht macht, dann drückt Müller ein, der hinter ihm bereitsteht. Ja, ein Tor des absoluten Willens. Günther Schmidt mit zuletzt 3 Treffern in Folge. Und heute legt er einen halben obendrauf. Kwasniok's Marschroute geht voll auf. Rabijic, Janjic, Ildirim, abgemeldet bei der Viererkette des FC. Dann versuchen sie es aber mal. Über Lannert und Janjic. Lange, 20 Minuten dauert es und es braucht einen Standard, bis Ferl seine erste Chance bekommt. Zlatko Janjic, im Hinspiel hatte er zum Sieg für Capretti's Jungs getroffen. Heute aber wenig zu sehen vom hochgelobten Sportclub. Ja, und das liegt an der Spielanlage der Gäste. So rollt der Ball, so wird verschoben. Und dann werden ruckartig die Triebwerke gezündet. Günther Schmidt und Schipnowski. Und der macht's alleine. Der Topscorer der Liga, er hätte da noch Anspielstationen gehabt in dieser Situation. Wohl nicht die beste Entscheidung. Selbst eingeleitet hat er das Ganze. Ja, und wer schon 11-mal getroffen hat, der darf es natürlich auch mal von dort versuchen. Saarbrücken ist die bessere Mannschaft in allen Belangen, auf allen Positionen. Gefällt dem Coach. Auch und vor allem die Zweikampfquote stimmt. Müller präsent und giftig. Kerber mischt mit und Günther Schmidt mit dem Diebstahl. Und jetzt kann er Schipnowski bedienen, macht er aber nicht, darum verpufft diese Möglichkeit. Trotzdem Julian Günther Schmidt, nächster Gala-Auftritt von ihm, ersetzt Jakob erstklassig. Ja, und so sehen Sorgen aus. Guerino Capretti, sein Team, die Tormaschine der Liga. Der FC hat dieser Maschine bis hierhin mal so richtig den Stecker gezogen und Saarbrücken bringt die eigenen PS ins Spiel. Zellner, Schipnowski und Günther Schmidt. Vor der Pause 2 ordentliche Möglichkeiten, die nicht richtig konsequent zu Ende gespielt werden. Ja, Ferl ist eine Mannschaft, die kann zurückkommen. Das haben sie schon bewiesen. Der FC sollte mit Chancen nicht schludern. Trotzdem 2-0 zur Pause. Überzeugende Manier, die Mechanismen greifen. Der Matchplan funktioniert. Zweite Hälfte. Perdedai kommt für Müller und die Dominanz der Gäste setzt sich fort. Kerber. Macht Spaß zu sehen, wie abgeklärt er mit 18 Jahren auftritt. Kaum Fehler, viel Fleiß, Aufstellung erneut rechtfertigt. Aber was ist denn mit den Pferdern los? Die treten hier auf, als ob sie sich nur noch auf den Abend mit der Frau freuen. Saarbrücken hat ihnen die Lust geraubt. Kerber, guter Ball zu Guras, Konter. Guras mit Schipnowski. 53. Minute, keine echte Prüfung für SC-Keeper Brüseke.
Ordentlich umgeschaltet, aber erneut nicht wuchtig zum Abschluss gebracht. Nochmal die Gastgeber, geblockt von Zellner. Ein Perdedei. Und der setzt sich da clever durch und spielt mit Guras. Nächster Gegenstoß. Guras schüttelt Mikic easy ab. Jetzt muss er mit Schipnowski spielen. Er muss nicht. 3:0. Es geht auch als Solist. 55. Minute, das ist sein Tag. Ja, und auch seiner. Denn Kwasniok hat auf ihn gesetzt, minus Guras. Und das geht alles voll auf. Zweites Profitor. Und beide am gleichen Tag, der 27. Februar 2021. Er wird ihm, minus Guras, in Erinnerung bleiben. Und der FC bleibt weiter im absoluten Lustmodus. Schleimer mittlerweile eingewechselt. Perdedei. Schleimer überläuft. Da ist Lukas Schleimer, findet da aber nicht Maurice de Ville, der ebenfalls mittlerweile im Spiel ist. So, die letzten 20 Minuten angebrochen. Das ist Eilers, auch er ins Spiel gekommen bei Ferl. Da haben wir ihn. Jetzt haben sie mal ihre Möglichkeit bis dahin. Im Grunde nichts zu sehen an Offensivaktionen, vor allem im zweiten Abschnitt. Und hier kommt Eilers mal durch. Ja. Schwach nach vorne heute die Gastgeber. 46 Treffer bislang, spricht eigentlich für sich. Aber Saarbrücken steht einfach gut. Dann Rabic, Eilers, nochmal Rabic und Batz. Ja, da kriegt er mal ein paar Fleckchen aufs Trikot. Ansonsten wenig zu tun für Saarbrückens Schlussmann. 2 Minuten noch zu spielen. Saarbrücken lässt jetzt ein bisschen schleifen. Ritzka, Eilers, 1:3, 88. Minute, erster Saisontreffer für Justin Eilers. Guter Ball von Ritzka, aber dann passiert hier nichts mehr. Saarbrücken gewinnt, macht Party in Ferl, 3. Sieg in Folge, überzeugend. Lukas Kwasniok's Ideen haben alle gezündet. Es hieß, dieses Spiel hier kann richtungsweisend sein. Was ist es? Für Saarbrücken geht's nämlich nach oben. Saarbrücken also hält Anschluss an die Spitzenvereine der Liga. Am Mittwoch soll dann endlich das Nachholspiel gegen Duisburg im Ludwigspark stattfinden. Und dann gucken wir auf die Tabelle. Nach jetzigem Stand ganz aktuell. Nee, zuerst natürlich die Ergebnisse. Gestern schon 1860 München gegen Unterhaching 3:1. Viktoria Köln unterliegt Rostock heute mit 1:2. Die Spiele haben wir gesehen. Dresden und Kaiserslautern. Halle gegen Lübeck heute dann 2:1. Und Wiesbaden gegen Magdeburg spielt 1:0. Morgen gibt es noch 2 Spiele, Mannheim gegen die Bayern 2. Das ist das Montagsspiel in der Liga. Und jetzt gucken wir uns die Tabelle an, denn da ist es halt tatsächlich spannend und richtungsweisend, würde ich sagen. Dynamo Dresden jetzt mit 51 Punkten, 6 Punkte Vorsprung. Klar, okay, Hansa Rostock ein Spiel weniger, hat dann 45, 44 Wiesbaden und Ingolstadt, die rücken von 2 tatsächlich runter auf Platz 4 und haben auch 44 Punkte. Der erste FC Saarbrücken verbessert sich um 2 Positionen, ist jetzt 6., hat 40 Punkte und Ferl ist 8., die waren vorher 7., da hat sich nicht so sehr viel verändert. Kaiserslautern bleibt auf Platz 15 mit 26 Punkten und auch 26 Spielen. Uerdingen dahinter nur 21, unten drin dann Duisburg, Unterhaching, Magdeburg und Lübeck.